Jetzt hat sie den Schalter umgelegt, ich sag's euch. Die Mira hat Blut geleckt mit dem Wasser. Ja, jetzt ist einfach geil. Jetzt ist warm. Schalter nicht mehr raus. Achtung, oh oh. Ich hab den Plan jetzt einfach abgeblasen, ganz schnell. Hier stand nur ein Van bei den rechts von den Felsen. Irgendwie läuft mir die Soße hier runter. Und ich bin so froh, dass ich einfach Halt geschrien habe und gesagt, ich kann das jetzt nicht. Mein ganzes Inneres hat dagegen rebelliert und ich bin echt froh. Aber gestern habe ich auf jeden Fall Blut geleckt, weil das hat schon sehr, sehr cool ausgeschaut da teilweise. So haben wir Zypern noch gar nicht kennengelernt. Und willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen an unserem wunderschönen Stellplatz. Ich glaube, man könnte sagen, dass das ein Lieblingsstellplatz geworden ist. Und werden den Tag mit einem kleinen Morgenspaziergang, aber vor allem mit einem Sprung ins Meer beginnen, bevor es heute für uns auf einen coolen Ausflug geht. Ja, die Mira hat Blut geleckt mit dem Wasser. Ja, jetzt ist einfach geil. Jetzt ist warm. Das Meer ist auch nicht mehr so eiskalt. Und die Wellen haben nachgelassen und das ist einfach toll. Das ist einfach schön. Da freue ich mich richtig auf. Also los. Gibt es einen besseren Start in den Tag? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Mega schön einfach. Hier kann man es, glaube ich, auch den ganzen Tag aushalten. Mhm, aber das haben wir ja gestern schon gemacht. Heute ist was anderes geplant. Wir haben welche gezeltet. Schon wir wieder, haben, letztes Mal auch. Ja, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir die Mira heute nicht ärgern. Für die Anfahrt unseres Ausflugs kann es ein bisschen Offroad gehen. Und wir haben gerade beschlossen,
wenn die Mira sagt, ich will jetzt hier nicht weiterfahren, dürfen wir dieses Mal nicht einfach weiterfahren. Man kann stehen bleiben und dann gesittet darüber sprechen, ob es ratsam ist, weiterzufahren oder nicht. Aber man kann nicht einfach mich ignorieren, weiterfahren und mich dadurch ärgern. Also du, du bist gemeint. Am Wochenende braucht es für mich immer besonders viel Disziplin, mich an meine Morgenroutine und meine Gewohnheiten zu halten. Aber mir geht es dann auch besser, wenn ich mich dran halte. Und was seit neuestem auch nicht in der Morgenroutine fehlen darf, ist das Englischlernen mit Rosetta Stone. Ich habe einfach festgestellt, wenn ich das nicht in der Routine einbaue, dann lasse ich es einfach schleifen und mache es nicht so konsequent. Was aber trotzdem richtig cool ist, obwohl ich es jetzt in letzter Zeit nicht so konsequent gemacht habe, sondern eigentlich erst ein paar Stunden gelernt habe, ist der Lernfortschritt echt immens. Also das ist richtig stark. Ich habe halt einige Male jetzt mit Rosetta Stone geübt, habe dann ab und zu ein YouTube-Video auf Englisch angeguckt und ab und zu Englisch gesprochen. Und es hat sich echt ein Sprung ergeben, was meine Fähigkeit zu sprechen angeht. Also richtig cool. Und das Coole ist, man lernt es, wie man eine Muttersprache lernt. Also in meinem Fall jetzt nur Englisch. Also ich spreche quasi da nur Englisch. Es wird mir natürlich vorgegeben, wie spreche ich die Wörter aus, dass ich es lerne. Und der Einstieg ist relativ soft. Und es ist nicht mehr so dieses Deutsch-Englisch-Vokabeln pauken und auswendig lernen, wo ich in der Schule, schwieriges Thema. Also es macht einfach Spaß und es ist einfach spielerisch. I am hot. I am hot. I am cold. I am cold. Mit dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr auf die Abos bis zu 50% Rabatt. Wir persönlich empfehlen das Lifetime-Abo, weil was man hat, das hat man. Und man hat mit diesem Lifetime-Abo auch Zugriff auf alle 25 Sprachen. Also wenn man die erste Fremdsprache durch hat und die muttersprachlich sprechen kann, dann kann man zur nächsten wandern. Also es ist richtig cool. Und wir sind auch voll happy, weil so viele von euch haben uns geschrieben, dass sie Rosetta Stone jetzt nutzen und dass sie dann in ihrer Sprache arbeiten. Und das freut uns natürlich einfach, euch sowas Tolles zu empfehlen, dass er auch einfach auf so gute Resonanz bei euch stoßt. Und jetzt gibt es meine Morgensession. Ich mache immer so 10 bis 20 Minuten jetzt, weil die Ausdauer macht's. The man is cold. The woman is hungry. Ich bin das. Das bist du, Mira, ja. Ich mache uns jetzt noch ein kleines Lunchpaket. Der Fabian hat gestern Abend beim Kochen extra viel gemacht, damit wir heute auch was mitnehmen können. Da rolle ich uns jetzt ein paar Wraps und dann sind wir top versorgt, hoffentlich. Stunden später kommen wir dann auch langsam mal los. Aber Rucksack ist gepackt, Brotzeit ist gemacht, Van ist aufgeräumt. Ich schiebe mir gerade noch eine Scheibe Brot rein, Fabian hat den Müsli. Und dann kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Nur unsere Straßenkarte ist irgendwie verschwunden. Das wäre noch gut zu wissen, wo die ist. Fabian hat neulich den gesamten Van aufgeräumt und gemeint, da ist sie ihm nicht untergekommen. Also hier vorne hat er aufgeräumt, meine ich. Wir sind unterwegs. Yay. Endlich. Der Plan für heute ist, in die Ackermas reinzufahren. Die Ackermas ist ein sehr großes, naturbelassenes Gebiet, wo man richtig toll wandern gehen kann. Ja, und das ist ein relativ großer Bereich eigentlich hier in, wo sind wir denn eigentlich? In so Westzypern, würde ich jetzt mal sagen, Nordwesten. Und man kann da auch mit Buggy und der Motocross reinfahren. Man kann da auch so Touren machen, so Safaris sozusagen, genau. Und
Wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie weit wir von hier aus in die Akamas reinkommen mit dem Van. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Wir haben uns echt keine Route oder sowas ausgesucht, sondern wir fahren jetzt einfach mal Richtung Akamas drauf los und schauen, dass wir dann irgendwo rein abbiegen können. Und dann lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen und dann gehen wir natürlich auch aus dem Van raus und machen eine kleine Wanderung, Spaziergang, je nachdem, wo wir dann gelandet sind. Und ja, ich bin sehr gespannt. Hier jetzt gerade an der Straße standen einige Autos, die von hier aus schon losgehen zum Wandern. Also es ist gut besucht gerade. Achtung, da kommt uns ein Auto entgegen. Und zwar ein breites, das auch keinen Platz macht. Wir müssen jetzt halt mal kurz auf die Karte schauen, ob ja, das richtig, oder das deswegen der Weg ist. Ich möchte gerne, dass du anhältst. Ja. Ich möchte gerne, dass du richtig anhältst. Ich fahre. Dann kriege ich die Krise. So, das hat ungefähr 2 Minuten gedauert, bis ich die Krise bekommen habe. Oh Mann, ey. Ich habe da sowas Deutsches in mir, dass so Schotterwege für mich völlig tabu sind. Und wenn es dann auch noch so eng ist und einem Autos entgegenkommen, schwierig. Wir schauen jetzt mal und orientieren uns mal, von wo es aus denn hier jetzt tatsächlich auch noch weitergeht. Also das hier ist ein Dead End. Da kommt nur hier Parking. Hier ist so eine Straße. Ja, die habe ich auch, die habe ich mir angeguckt. Und die Frage ist halt, wie gut kann man die befahren? Die muss man einfach mal jetzt so lang fahren, bis du sagst, wir können sie nicht weiter lang fahren. Mein Stress ist halt, dass ich Angst habe, dass wir dann an der Stelle sind, wo wir nicht wieder umkehren. Also weißt du? Irgendwie kann man immer drehen. Okay. Gut. Enge, gefährliche Straße. Ja, okay, kein Problem. Ich habe den Plan jetzt einfach abgeblasen, ganz schnell. Ich habe gerade in dem Moment, wo wir auf diese Straße gefahren wären, gemerkt, dass ich da gerade echt ein bisschen überfordert mit bin. Weil hier auch super viel los ist, super viele Spaziergänger sind und irgendwie stresst mich das total. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir einfach zu Fuß mal reinlaufen und wir machen das, dass wir in die Akamas reinfahren, nochmal an einer anderen Stelle, wenn nicht gerade ein sonniger Sonntag ist. Ich denke, das ist eine bessere Idee. So, wir machen jetzt eine Wanderung. Und zwar gehen wir jetzt den Pfad Aphrodite. Der Legende nach ist Aphrodite hier in Zypern dem Meer entsprungen und hat hier auf dieser Seite der Insel bei Polis ihr Bad, wo sie sich immer gebadet hat. Und das Bad selber soll sehr unspektakulär sein, aber die Wanderung soll super schön sein. Es sind 7,5 Kilometer. Und das machen wir jetzt mit dieser Aussicht. Kann man das doch ertragen, oder? Buchten zumindest. Vor ein paar Tagen war es ja echt überschaubar. Auch Miras Eltern waren ja ein bisschen enttäuscht von dem Wetter hier. Und jetzt hat es den Schalter umgelegt. Ich sag's euch, hier ist Sommer. Es ist richtig heiß. Es ballert richtig durch. Und jetzt haben wir echt gedacht, okay, heftig. Aber jetzt sind wir um so eine Kurve gebogen und so ein Wind kam. Das ist schon sehr gut, sonst wäre es echt schwer auszuhalten. Im Sommer? Im Sommer kannst du es vergessen hier. Zu wandern. Ja, es hat ja dann nochmal 15 Grad mehr oder 10.
jetzt schon, ich habe 27. Ja, 10 Grad mehr. Ja, 15 könnte auch passieren. You tell me you're scared. You tell me you're weak. But I know you're stronger than what you think. And I know it's hard. Mein Rücken tut mir weh wegen dem Rucksack und irgendwie läuft mir die Soße hier runter. Ja, mir auch. Nach einer Stunde schon, oder? Wie lange sind wir unterwegs? Halbe. Ich glaube, wir haben jetzt die stärkste Ansteigung wahrscheinlich geschafft. Wir haben gerade jemanden. Ui, bin ich rot wie eine Tomate. Wir haben gerade jemanden gefragt, wie weit es noch ungefähr ist. Die meinten, wir haben jetzt 25% insgesamt. Und das schon nochmal ein ganz, ganz steiles Stück kommt, aber dass es sich auch lohnt. Und der Fabian hat jetzt den Rucksack wieder gesattelt und beißt die Zähne zusammen. Ich durfte den Rucksack nicht nehmen. Ich habe es ihm angeboten, aber er wollte nicht. Jetzt schauen wir mal. Man muss auch dazu sagen, dass der Fabian jetzt echt krank war und seitdem keinen Sport mehr gemacht hat. Das ist das erste Mal wieder richtig aktiv seitdem. Und dann gleich sowas. Schon ordentlich. Der Baum ist eingesperrt, damit er nicht wegläuft, klingt. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain will climb to the next. Honey. Ich habe es übrigens jetzt doch über den Berg geschafft. Wir sind nicht umgedreht, auch wenn es mal kurz angedacht war. Nachdem die Mira meinen Rucksack abgenommen hat und wir dann nette Gesellschaft getroffen haben, ist der Aufstieg über den Gipfel auch gut gelungen. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Meer. Also ich
ja froh, dass ich so, dass mein Bauchgefühl Stopp geschrien hat und dass wir darauf gehört haben. Weil das wäre die Straße gewesen, die wir jetzt mit dem Van gefahren wären. Fabian, was meinst du? Wir bräuchten ungefähr mehr Bodenfreiheit. Ungefähr mehr. Also war eine gute Idee von dir, oder? Absolut eine gute Idee. Diese Straße wäre für uns mit dem Jimmy wirklich nicht machbar gewesen. Und ich bin super dankbar, dass ich in dem Moment einfach wirklich auf mein Bauchgefühl und meine Intuition gehört habe, auch wenn ich es nicht erklären konnte. Und auch wenn ich mir in dem Moment, als ich gesagt habe, stopp, ich kann das nicht, mir ein bisschen blöd vorkam und mir dachte, oh Mann, was denkt jetzt der Fabian, was denkt vielleicht auch ihr als Zuschauer, warum ich jetzt irgendwie mich da so anstelle und mich nicht einfach darauf einlasse, diese Strecke zu fahren. Aber es wäre einfach wirklich eine absolute Katastrophe gewesen und ist für mich wirklich nochmal so ein Reminder, hör auf dein Bauchgefühl, hört alle auf euer Bauchgefühl. Wenn in euch eine starke Stimme sagt, macht das nicht, dann lasst es lieber bleiben. Oder überprüft es halt, haltet nochmal inne und gebt euch die Zeit, dass ihr überprüfen könnt, ist es wirklich eine gute Idee oder nicht? Aber unterdrückt diesen Impuls nicht. Das ist für mich die Lektion, die ich aus dieser Aktion heute genommen habe. Geschafft. Ja. Die hat es schon in sich, die Wanderung, aber war richtig... Hey, du hast mich abgeschnallt. War richtig schön. Ich muss mich nachher gleich anschnallen, damit wir raus sind. Achtung, oh oh. Also war wirklich wunderschön. Boah, geht's hier zu? Das ist ja der Wahnsinn. Obacht mit dem Bus, keine Ahnung, was der vorhat. Wir sind auf der Wanderung einem deutschen Pärchen begegnet, die hier gerade Urlaub machen und sind dann ins Gespräch gekommen und jetzt die eigentlich zweite Hälfte der Wanderung oder sogar mehr zusammengelaufen und haben uns richtig gut unterhalten. Und wir fahren jetzt gerade wieder zurück an den Spot, wo wir heute übernachtet haben, um da nochmal ins Meer zu hüpfen, weil wir so verschwitzt alle sind und das Meer jetzt die ganze Zeit bei der Wanderung so türkisblau nach uns geschrien hat. Und da, wo wir jetzt lang gewandert sind, war das Meer leider nicht erreichbar, weil da so eine Steilküste war. Und sonst hätten wir nochmal in die andere Richtung gehen müssen und da waren wir jetzt, glaube ich, alle nicht mehr in der Lage. Deswegen jetzt zurück dahin, wo wir wissen, dass es schön ist und wo es auch nicht ganz so überfüllt ist, hoffentlich. Und ich habe jetzt langsam auch Hunger. Wir haben jetzt gar nicht irgendwie eine Brotzeit gemacht, aber ich nehme mir mein Essen jetzt mit runter ans Wasser und werde es am Strand genießen. Ich bin echt knallrot und wir haben so geschwitzt. Es war geil. Es war einfach geil. Und ich bin so froh, dass ich einfach Halt geschrien habe und gesagt, ich kann das jetzt nicht, ich kann hier nicht reinfahren. Es war wirklich, mein ganzes Inneres hat dagegen rebelliert und ich bin echt froh. Aber ich habe heute auch nur eine Scheibe Brot bis jetzt gegessen, wenn nicht. Da ist jetzt wirklich Zeit. Das hier ist übrigens eine typische zypriotische Spezialität. Das ist so eine Art Weizenfladen mit Olivenöl und braunem Zucker. Und das klingt irgendwie, finde ich, erstmal ein bisschen wild, ist aber super lecker, weil es nicht komplett süß ist. Aber immer wieder hat man mal diese süßen Stellen und dazu das Aroma vom Olivenöl ist echt ein super leckerer Snack. Ich bin jetzt ganz schön K.O., ey. Nach der Wanderung und der Sonne und allem. Das war schon anstrengend. Was ist jetzt der Plan heute? Was soll ich denn erzählen? Ja, ich weiß ihn ja gar nicht so also, richtig. Es gibt wohl so einen Campingplatz oder ehemaligen Campingplatz, Campsite heißt das, bei Polis. Und die Idealität ist, dass wir jetzt da hinfahren, da fahren wir nicht so lange hin. Und da einen ganz entspannten Tag, Abend verbringen, das genießen, dass ja, jetzt hier ein bisschen länger hell ist, auch nach der Zeitumstellung. Und vielleicht noch mal ins Wasser hüpfen und von da aus können wir dann morgen vielleicht ein bisschen das Hinterland erkunden. Oder? Ja.
auf Google auch. Hier geht's jetzt links rein. Da kann man reinfahren. Ja, kann man gar nicht. Könnte man so außen rum, aber das wollen wir nicht. Ja. Nee, du kannst uns mal da vorne hinparken. Und dann? Können wir besprechen. Oder halt hier hinparken. Also der Campingplatz ist komplett verlassen und geschlossen. Das war wohl nix. Was machen wir jetzt, Freund? Ich bin einfach nur müde. Sollen wir uns das mal nochmal anschauen, oder meinst du, es geht nicht darüber? Ich habe nicht so Lust. Okay. Das finde ich gut. Dann gehen wir jetzt meinem Plan nach mit der Seitenstraße. Wenn das alles nichts ist, dann suchen wir uns halt im Payer was bei unseren. Ich lasse mal hier auspacken. Soll ich dir helfen? Ja. Filmst du mich schon? Ja. Wo ist überhaupt dein T-Shirt? Hast du das verloren? Das beim Wandern? Ist nur hinten und durchgeschwitzt. Also das war jetzt hier nichts, wie die Mira schon erwähnt hat. Wir haben jetzt noch die Idee, im Hinterland so eine Route zu fahren, die wir noch nie gefahren sind, die dann aber wieder auf eine Hauptstraße führt. Und müssen wir irgendwie links oder rechts? Ich weiß es gar nicht. Auf rechts. Ich glaube links, weil... Ja, nee, links und dann wieder links. Rechts, rechts und dann links. Genau. Wir schauen einfach, ob wir im Hinterland was Cooles da entdecken. Und wenn das nix ist, dann führt das wieder auf diese Hauptstraße. Und diese Hauptstraße führt dann wieder Richtung Peja. Und da haben wir ein paar coole Plätze im Petto, die einfach immer gehen. Sicher. Da ist aber noch mal einer. Der ist angekettet. Ah ja. Okay, dann ist vielleicht doch privat. Haben jetzt mal einfach hier einen Feldweg genommen, wo kein Schild war, ob es privat ist oder so. Wir waren uns jetzt nicht ganz sicher. Aber wir haben jetzt gesehen, dass da an zwei Stellen Hunde angebunden waren. Darum gehen wir mal davon aus, dass es Privatgrund ist. Und fahren wieder. Also stellplatztechnisch sind wir hier bis jetzt ja noch nicht fündig geworden, aber diese Schlucht war jetzt richtig beeindruckend und hier ist so ein Steinbruch. Huch, oh, ich muss nicht mal aussteigen, um in den Krater reinzuschauen. Krass, oder? Hey, schau mal, wo die Ziege da steht, siehst du? Nee. Da! Die schwarz-weiße. Hey, spinnst du? Komm da runter! Voll gefährlich. Und da schau mal, wo die andere sitzt, da links. Oh Mann, was macht ihr denn da für Geschichten? Siehst du? Ich sehe sie, ja.
Fabian hat jetzt doch sein einfach mal drauf losfahren Abenteuer bekommen. Und tatsächlich fahren wir auch gerade schon wieder so in die Ackermas so ein bisschen rein. Noch in den bebauten Teil. Aber es gehört, glaube ich, schon dazu. Und ist auch sehr wenig bebaut nur. Und diese Straße, die ist wild. Das ist eine normale Verbindungsstraße zwischen zwei Dörfern. Und da ist halt mal jemand ein bisschen durchgefahren, als die gerade frisch betoniert wurde. Ihr seht, es wackelt ordentlich und es ist steil. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie sinnig das ist. Im Grunde fahren wir jetzt da, glaube ich, wieder zurück, wo wir herkommen sind, oder? Nein. Nein? Ich weiß gar nicht, was wir gerade machen, eigentlich so richtig. Bin ich denn was? Willst du da mal ranfahren, dass wir uns besprechen können, oder? Guck, die Schafe. Bevor wir hier jetzt diesen Berg runterfahren. Ja. Stopp. Also wir fahren jetzt wieder unserem ursprünglichen Plan nach, nämlich dieser einen Straße, bis die auf die andere Verbindungsstraße führt. Und hoffentlich finden wir auf dieser einen Straße einen Stellplatz. Ansonsten fahren wir zu den gewohnten Plätzen, wo wir sagen, hey, da haben wir doch schon mal einen Favoriten ausgemacht, wo man hinfahren kann. Ich glaube, wir sind jetzt heute beide ein bisschen zu müde für noch mehr Abenteuer, obwohl es hier echt schön ist und abenteuerlich. Aber es reicht irgendwie heute auch nach der Wanderung und der ganzen Sonne. Jetzt kurz noch umgezogen und gehen jetzt heute noch in eine Taverne, weil wir einfach keine Energie mehr haben, heute selber zu kochen. Und dann werden wir heute nur noch ins Bett fallen und schlafen. Spürst du auch so deine Beine? Brutal, oder? Huch. Bin über die gleiche Kante gestolpert wie du. Wir machen morgen weiter mit euch, weil ich bin jetzt zurück. Jetzt gibt es nichts mehr zu sehen, außer den Flug ins Bett. Flug? Fliegst du? Hechtest du so? Hier auch noch reintun hier. Ja, das nehme ich so. In die Drohne drücken. Kannst du da reintun, wenn er reinpasst. Heute waren wir den ganzen Tag super fleißig, haben richtig viel gearbeitet und auch ausgeschlafen, muss man auch dazu sagen. Ja. Das hatten wir irgendwie bitter nötig.
Aber jetzt ist Feierabend und wir stehen an einem tollen Ort, wo wir jetzt noch ein bisschen spazieren werden, aber vor allem ins Wasser. Ja, es ist so krass, wie sich die Temperaturen in so einem Fingerschnipsen verändert haben. Richtig geil, es ist richtig Sommer. Die Leute, die hier wohnen, haben auf jeden Fall auch einen Premium-Ausblick. Wirklich richtig toll. Die müssen einmal stolpern und sind hier an den Klippen und es ist wirklich wunderschön klares Wasser. Das heißt hier Sea Caves, weil hier diese Klippen immer wieder so Einhöhlungen haben, wie so Höhlen. Das ist echt toll. Hier mit diesem Kalkstein oder was das ist. Sagen, das ist unser Place to be. Ziemlich cool. Noch eine Beobachtung mit euch teilen. Und zwar, gestern waren wir ja unterwegs auf Stellplatzsuche und sind so ein bisschen ins Hinterland gefahren von dieser Hauptstraße
die auch schon sehr hinterländisch wirkt, nochmal wirklich zu Verbindungsstraßen, eigentlich nur zwischen Dörfern, was teilweise auch mehr Feldweg wie Straße war. Und wir sind ja hier auch auf der Suche nach einem Grundstück von Tiny House Village. Und die Überlegung ist natürlich da, das hier auf Zypern zu machen. Dürfen wir natürlich alles überprüfen. Aber gestern habe ich auf jeden Fall Blut geleckt, weil das hat schon sehr, sehr cool ausgeschaut da teilweise. Und so haben wir Zypern noch gar nicht kennengelernt. Und das matcht voll mit dieser Vorstellung, wie so ein Ort ausschauen sollte, wo so ein Tiny House Village gut hinpassen würde. Also ich bin gespannt, wenn wir hier mal die ersten Grundstücke anschauen und das alles mal abchecken. Jetzt wird es gerade richtig frisch, auch mit dem Wind. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Van und können dann von dort noch den Sonnenuntergang über die Klippen genießen. Schöner Abschluss. Ja, ein paar echt gelungene Tage mit richtig viel Adventure. Und Meer und Sommer. Ja. Und Sonne. Endlich Sommer. Liegen hinter uns. Ja, das war richtig toll. Wir hatten super viel Spaß, wir hatten tolle Begegnungen und es war eine richtig schöne Zeit. War's. Ja, im nächsten Video wird was ganz Wichtiges kommen, was wir mit euch teilen wollen. Also schaut das unbedingt an. Ihr könnt auch schon mal die Glocke da abonnieren oder euch einfach eine Erinnerung stellen, weil das ist was, was wir mit euch teilen wollen, was einfach wichtig ist, dass das jeder versteht, der mindestens ein Video von uns geguckt hat. Ja. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.